Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat durch eine peinliche Niederlage im Prestigeduell beim Erzrivalen Niederlande die Diskussionen um Bundestrainer Joachim Löw wieder angeheizt. Der viermalige Weltmeister kassierte in Amsterdam eine 0:3, 0:1 Pleite. Es war die höchste Niederlage überhaupt gegen Oranje. Das nach verpasster EM- und WM-Teilnahme unter dem neuen Bonds-Coach Ronald Koeman neu aufgestellt wurde. Virgil van Dijk 30. Memphis Depay 87. und Georginio Wijnaldum 90. plus 2 machten den ersten Sieg der Niederlande in der neu geschaffenen Nations League perfekt. Wodurch der Europameister von 1988 Deutschland in der Gruppe einer der A-Liga überholte und auf den letzten Platz stürzte. Sollte der deutschen Mannschaft am Dienstag 20.45 Uhr ARD in St. Dennis gegen Weltmeister Frankreich nicht ihr erster Sieg im Wettbewerb gelingen, droht der Abstieg in die B-Gruppe. Was nach dem WM-Desaster der nächste Tiefpunkt für den deutschen Fußball wäre und Konsequenzen nach sich ziehen könnte. Um in Paris zu punkten, muss sich die deutsche Mannschaft, die letztmals 1996 in den Niederlanden gewann und nun erstmal seit 2002 wieder gegen den Nachbarn verlor, aber gewaltig steigern.